Unverändert, herrliche Bedingungen. Vielleicht hören Sie es schallen an der Rieserferner Gruppe aus dem Stadion heraus. Laute Gesänge der knapp 20.000, 18.000 sind es sicherlich heute, die hochgekommen sind. Die Kulisse bilden für diesen zweiten Massenstart-Wettbewerb der Männer über 15 Kilometer. Hier wird sich vorbereitet, in die Spur gestellt. Da beginnen sie, starten ja aus drei Reihen heraus. Hier haben sie es deutlich schön zu sehen. Uleiner Björndalen mit der 4, das ist Maxim Tschudow, schneller Russe. Hinein also in die Startaufstellung, da muss der Kameramann ein wenig nach oben schwenken, denn Björn Ferry ist einer der längsten im Feld und momentan auch einer der größten, im wahrsten Sinne des Wortes, einer der besten. Was ist mit Michael Greiß? Kann er heute aufs Podest kommen? Und damit haben wir drei der Favoriten ja deutlich gesehen. Christoph Sumann trägt das rote Trikot der Österreicher. Der hat den ersten Massenstartwettbewerb in Oberhof gewonnen. Mit der 8 Ivan Ceresov nach wie vor im Starterfeld nach der Schutzsperre in Oberhof. Noch kein Ergebnis der Dopingkontrolle bislang. Kann sich auch noch eine Woche hinziehen. Und dann Alexander Uus mit der 9 und ganz links weiterer Norweger, Halvard Hannevold, also insgesamt drei Norweger in dieser ersten Startreihe und ihr derzeit bester Emil Hägle-Svensson im gelben Trikot. Eigentlich, der fehlt ja noch. Bislang haben wir hervorragende Rennen hier gesehen. Also, da Svensson nicht da ist, startet Tomasz Sikora mit der Startnummer 1, der starke Pole. Der kann als einziger heute Svensson das gelbe Trikot streitig machen. Dazu müsste er allerdings Zweiter werden. Oder eben gewinnen. Die letzte ruhige Phase am Ende des Antholzer Tals und jetzt geht's los. Aus den Spuren heraus ins freie Feld. Dann beginnt das erste Gerangel. Zumindest auf den Skier. Das erste Gerangel gab es schon vor dem Start, vor den Toiletten. Jeder wollte noch mal drauf. Da haben sie sich gestaut, die Herren. Und das passiert jetzt hier gleich sicher am Ende dieser ersten langen Gerade, wenn es hinausgeht in den Wald, wo es eng wird. Vorhin haben wir einen Sturz gesehen bei den Frauen. Das hier ist so eine Engstelle, auf die geachtet werden muss, dass man sich eben nicht einhakt, dass man nicht stürzt, dass man vor allen Dingen keine Stöcke oder gar Skier bricht. Da gilt es wirklich sorgsam zu laufen und die Augen aufzuhalten und hellwach zu sein. Strahlendes Wetter, wunderschöne Bedingungen, nicht nur oben, sondern auch unter den Skiern. Tolle Strecken, die wir hier in diesen Tagen erleben. Während der halben Nacht wird hier gefahren und präpariert. Das ist schon wirklich imposant, das Gesamtprodukt Biathlon in dieser Woche in Antholz. Michael Greiß nicht ganz so rausgekommen, hat den Start, ja, verschlafen möchte ich nicht sagen, aber etwas länger gebraucht, dass er eben die Fahrt aufnimmt. Ist jetzt im ersten Drittel irgendwo. Insgesamt vier deutsche Starter, die berechtigt sind, an diesem Massenstartrennen teilzunehmen. Neben Michael Greiß, Michael Rösch mit der Startnummer 12. Die 15 trägt Alexander Wolf und Christoph Stephan mit der 17 unterwegs. Arndt Peiffer nicht qualifiziert. Die besten 30, wie gesagt, sind für dieses Massenstartrennen qualifiziert. Die zurückziehen, werden ersetzt durch folgende, also so bis Platz 33, 34 hat man da berechtigte Chancen im Gesamtweltcup hier teilzunehmen. Das sind die Schnellsten, das sind die Stärksten, das sind die Besten und vorneweg gleich zu Beginn Björn Ferry. Der hier für so etwas wie eine schwedische Woche mitgesorgt hat. Zweiter war er im Sprint, dann gestern der Sieg im Verfolgungsrennen. Was ist noch an Kraft in diesem langen Körper? Oder vielleicht ein Vorteil für Björn Dahlen, der ja verzichtet hat während der Woche auf Sprint und Verfolgung, sich konzentriert hat auf dieses Rennen, um noch weiter die Lücken zu schließen, die ihm geblieben sind aus der Vorbereitung. Ole hat sehr viel Ausdauer trainiert, was jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man sehr schnell ist. Aber er braucht und benötigt noch etwas Grundlage, so seine Aussage, um wirklich gerüstet zu sein dann für das schnelle Training, das die nächsten Wochen folgt, zur WM hin. Also wir dürfen gespannt sein, wie er hier so zurechtkommt. Ich weiß, im letzten Jahr war Emil Hägle-Svensson auch einer, der nur den Massenstart gelaufen ist. Wir hatten das gleiche Programm und er konnte nicht ganz vorne mitkämpfen.
Denn die anderen, und das ist dann eben der Vorteil, sind im Rennrhythmus Tag für Tag. Allerdings hier in der Höhe ist das schon wirklich ein dickes Ding. Erst der Sprint, dann gleich am Tag danach die Verfolgung. Heute noch einmal 15 Kilometer. Christoph Stephan ein wenig hinterher. Im Magen rumort es ein wenig, haben wir gehört vor dem Rennen. Bin gespannt, wie seine Kräfte reichen werden. Für die 5x3 Kilometer, 4x wird geschossen, wenn Sie am Vormittag gesehen haben. In gleicher Reihenfolge natürlich wie bei den Damen. Zweimal liegend, zweimal stehend. Alle Verdächtigen vorne, außer Michael Greiß. Michael Rösch ist als neunter bester Deutscher im Moment. Und Michael Greiß, wo ist er hängen geblieben? Ja, haben wir ihn übersehen? Sechster ist er? Nein, der Michael ist ziemlich hinten gewesen. Bei der vorletzten Kameraeinstellung konnten wir es sehen. Michael Greiß so umgeschätzt Position 20 bis 25 irgendwo da drin gewesen. 25. ganz genau zu sein. Michael Greiß. Aber bedeutet ja noch nicht viel in dieser ersten Runde. Das wird sich gleich beim ersten Schießen sortieren. Da ist es ganz wichtig, gleich 5 Scheiben zu treffen, um dabei zu bleiben. Und einer mittendrin hier im roten Trikot, Christoph Suhlmann, die Österreicher mit einer sehr erfolgreichen Saison. Er mit dem einen Sieg, 3x waren sie auf dem Podest, 18x in den Top-10-Rennen. Ungemacht droht allerdings in der Heimat im Moment nach den Dopingfällen um Rottmann und Perner. Bei den Spielen in Turin hatte das Olympische Komitee 5 Betreuer für weitere Spiele gesperrt. Diese umsorgen aber das Team nach wie vor im Weltcup. Alleine der Cheftrainer dürfte nach Vancouver reisen. Jetzt droht der Skiverband mit einem Boykott der Mannschaft. Säbelrasseln zwischen Funktionären, das hoffentlich zugunsten der Athleten gelöst werden kann. Zurück ins Rennen. Ferry macht vorne Dampf. Ulainer Bjørndalen hält sich in seinem Windschatten. Nicht der mit der weißen Mütze. Ulainer Bjørndalen links hinten am äußeren Rand hat er seine Spur gewählt. Ja, und im Gespräch Frank Ulrich, der Bundestrainer rechts, mit Stefan Schwarzbach, dem Pressesprecher, der die Athleten hier betreut, wenn es dann nachher zu den diversen Interviews geht. Schnelle Fahrt kann man einmal schön beobachten in dieser Kameraeinstellung und dann wieder dieses herrliche Bild hier kurz vor dem Stadion, wo es dann eine kleine Abfahrt gibt. Eine Unterführung und dann wieder hinauf. Und dann kommen sie zum ersten Schießen. Michael Rösch kämpft sich etwas nach vorne jetzt. Ungefähr an Position 5 oder 6. Ja, 6. jetzt. Alles eng beieinander. Suhlmann auf 11. Die Norweger, das stärkste Team in dieser Saison bislang, 7 Siege schon in 13 Rennen. Michael Greiß mit dem einzigen Sieg für die deutsche Mannschaft. In Östersund war es zum Auftakt das Einzelrennen gewonnen. Jetzt schießen die Athletinnen wieder analog ihrer Startnummer auf den Bahnen. Das heißt die Startnummer 1 auf 1. Und da liegt Michael Rösch mit der Startnummer 12 recht gut im Rennen. Er ist relativ weit vorne an 6. Position, wir haben es gerade gesehen. Er wird also einer der Ersten sein, die sich da auch im vorderen Drittel hinlegen können. Tomasz Sikora also auf der 1, Karl-Johann Bergmann auf Band 2. Der Letzte, der sich hinlegt, Michael Greiß, wir sehen es, er kniet noch und jetzt legt er sich hin. Wird schnell geschossen. Jaroschenko riskiert viel, trifft als Erster alle 5 Scheiben. Michael Rösch mit 2 Fehlern schon, 2 Strafrunden also. 4. Treffer Greiß. Und auch die 5. Scheibe trifft er. Bleibt dabei. Auch Alexander Wolf setzt da an, wo er gestern begonnen hat. 5 Treffer für ihn. Christoph Stephan trifft 5-mal. Also gute Schießleistung. Sehen wir einmal von Michael Rösch ab, der 2-mal in die Strafrunde muss. Und damit gleich weit hinten ins Feld zurückkehren wird. Und Michael Greiß jetzt auf dem 8. Rang. 9,1 Sekunden sein Rückstand auf den führenden
Simon Eder. Denn der hat noch schneller geschossen, ist ja bekanntermaßen einer der schnellsten Schützen überhaupt im Feld. War Zweiter gestern in der Verfolgung hier. Seine beste Platzierung überhaupt in der Karriere, sein erster Podestplatz. Der ist auch richtig gut in Form wie die gesamte österreichische Mannschaft. Und Ole Einar Björndalen mit einem Fehler auf Rang 15, 18,8 Sekunden Rückstand. Er ist der Erste, der die Athleten anführt, die einen Fehler geschossen haben, bis Platz 14, alle fehlerfrei. Ja, und das sieht man hier, erstes Tableau, auch Lars Berger auf dem 10. Rang. Das ist ja immer ein Wackelkandidat am Schießstand. Wenn er dann trifft, dann ist er vorne dabei. Und hier noch einmal die Grenze, die du angemerkt hast. Nach Platz 14 fangen die Fehler an und da steckt auch Ole Einar Björndalen auf Platz 26 zurückgefallen. Michael Rösch mit seinen beiden Fehlern. 44,6 Sekunden der Rückstand. Michael Greiß. Haben wir hier kurz gesehen. Trefferbild leider nicht. Und zurück im Wald. Nächste 3-Kilometer-Runde. Im ersten Massenstart in Oberhof war Michael Greiß ja nicht am Start. Die Knieprobleme, Rückenprobleme hatten ihn da am Start gehindert. Michael Rösch, der beste Deutsche als Siebter. Da ist Michael Greiß vorbeigelaufen. Lars Berger hier mit der 23. Der hat gestern verzichtet auf die Verfolgung nach dem 34. Rang im Sprint. Also auch da wird taktiert, einmal rausnehmen und dann am nächsten Tag wieder mehr Kräfte zu haben für die längste Distanz der Woche. Das Programm ist mörderisch, gerade nach Oberhof und Ruppolding. Dann drei Tage hintereinander, so schwere Rennen. Wir haben den Freitag gesehen mit einem ganz knappen, starken Sprint vom gesamten Teilnehmerfeld. Der Samstag, das harte Verfolgungsrennen. Und jetzt heute 15 Kilometer, die längste Distanz auf 1600 Meter Höhe. Das ist schon enorm. Und hier wird die Ziellinie gestochen, beziehungsweise die Korridore für die Athleten. Drei Korridore müssen es sein vor dem Ziel, damit jeder Athlet seinen Korridor wählen kann und sich nicht gegenseitig behindert. Dann im finalen Sprint, wenn es denn so eng wird, neu eingeführt vor dieser Saison, können sich die Athleten gleich entscheiden, aus der Ferne heransprintend. Da gibt es weniger Gehakel. Alexander Wolf, Christoph Stephan huschen hier vorbei. Ja, es ist einfach immer enger geworden in den letzten Jahren und viele dieser Rennen, auch über die langen Distanzen, werden oft auch im Sprint entschieden. Und so hat man gleich eine optische Orientierung. Aus Sicht der Zuschauer einmal große Videoleinwand, sodass die Zuschauer hier in der Anlage, am Schießstand, im Stadion alles mitverfolgen können, was da draußen passiert. Die Positionswechsel, Simon Eder hält sich nach wie vor vorne, dahinter Jaroschenko. Dann Ceresov bzw. Mesotic. Dann Ceresov, Bergmann, Valjulin. Und schauen Sie auf die Abstände, wie eng das da vorne zugeht, wie eng die alle beieinander sind. Noch jetzt sind es gerade einmal 10,8 Sekunden beim Kanadier Legelek, der 17. ist. Man scheint sich etwas einig zu sein im Feld, das Tempo nicht unbedingt hochzuhalten. Niemand will so richtig nach vorne. Eder Simon ist natürlich schon ein guter, aber es gibt weitaus stärkere Athleten und Läufer, die da vorne mitmischen könnten, das Tempo hochhalten können. Jaroschenko an 2, zurzeit auch nicht so in Topform. Also man sagt sich, jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal an, lass uns zweimal schießen, lass uns dreimal schießen, dann können wir immer noch losrasen und die Entscheidung finden. Ja, und Jaroschenko bei der World Team Challenge in Schalke hat er uns noch erzählt, jetzt ab Januar werden meine Ergebnisse kommen, aber bislang ist er das immer noch schuldig geblieben. Nicht auf dem Podest gewesen, noch keine wirklich vordere Platzierung gehabt bei diesen drei Weltcuporten im neuen Jahr in Oberhof, in Ruppolding und jetzt hier im malerischen Antholz. Michael Greiß und direkt dahinter Alexander Wolf. Vielleicht kann er heute, Alexander Wolf, seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Nach der Berg- und Talfahrt seit Oberhof war der Wurm drin. Da musste er ja verzichten in der Heimat auf die Staffel. Und Michael Greiß wühlt sich hier vorne durchs Feld. Gleich hinter ihm mit der 3 Ole Einar Björndalen.